Wann und unter welchen Voraussetzungen ist die Versetzung in eine Corona-Abteilung zulässig? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht, auf Kündigungsschutz spezialisiert. Aber das Thema Versetzung und das Thema Corona, wie ihr wisst, interessieren mich auch. Versetzung ist ja häufig so ein bisschen die Rache des Arbeitgebers, wenn er mit einer Kündigung nicht weiterkommt und da oder die Abfindung umgehen will und den Arbeitnehmer rausdrängen will. Ja, im Rahmen so konzertierter Mobbingaktionen finden wir das. Es gibt natürlich auch manchmal die Versetzung, weil der Arbeitgeber es einfach aus seiner Sicht notwendig empfindet, ja, oder auch häufig. Aber in letzter Zeit berichten mir immer mehr Mandanten oder fragen mich immer mehr Mandanten im Zusammenhang mit einer Versetzung in eine Abteilung, ich sage es jetzt mal so allgemein, wo eine erhöhte Infektionsgefahr besteht. Ich habe die Konstellation sowohl in den Krankenhäusern vor allen Dingen, in den Pflegeheimen, wo jetzt zum einen Pfleger, Krankenschwestern oder Krankenpfleger statt der normalen Station jetzt in der Corona-Station arbeiten sollen. Frage, müssen die das? Aber auch zum Beispiel Servicepersonal plötzlich unter erhöhter Dosis sozusagen geraten soll, die vorher auf anderen Stationen waren. Und ähnliche Situationen auch in den Pflegeheimen bis hin zu Kundenverkehr, also wo jetzt quasi der Arbeitnehmer für einen Kunden, für einen Dienstleister eines Heims arbeitet und da was ausliefern soll oder so und fragt, unter welchen Situationen, in welchen Konstellationen er dort rein muss. Das sind ganz vielfältige Situationen. In diesem Video werde ich dir die Voraussetzungen darlegen, unter denen dein Arbeitgeber dich in so eine erhöhte Gefahr geben darf. Ich werde dir sagen, unter welchen Voraussetzungen er das eindeutig nicht darf, also wann er es eindeutig nicht darf. Und ich werde dir am Ende Tipps geben, wie du dich in einer solchen Situation ganz konkret verhalten kannst, was du tun kannst und auch was ich für dich tun kann oder ein anderer Fachanwalt für Arbeitsrecht. Aber fangen wir vielleicht nochmal damit an. Ich erzähle nochmal so zwei Fälle, die ich ganz konkret hatte, wo das so ein bisschen zweifelhaft war und erläutere mal anhand dieser Fälle, was da geht und was da aber auch nicht geht. Erster Fall, nehmen wir erstmal eine Krankenschwester. Die Krankenschwester hat bisher auf einer ganz normalen Station gearbeitet. Ich sage jetzt nicht was, spielt auch für den Fall hier keine Rolle. Ich möchte es nicht identifizierbar haben. Ihr wisst, ihr könnt mir schreiben, ihr braucht auch nicht dazu schreiben, anonym oder so. Ich nehme die Fälle, ich wandle die teilweise auch noch ab, dass wirklich überhaupt kein Wiedererkennungseffekt da sein kann. Ja, also hier in dem Fall, Krankenschwester arbeitete in einer Station, hatte nichts Besonderes mit Corona zu tun, hat natürlich im Krankenhaus eine erhöhte Infektionsgefahr, ist klar. Und jetzt sagt der Arbeitgeber, du gehst auf die Corona-Station. Und jetzt ist die Frage, muss sie das? Und in diesem Fall gab es bei der Krankenschwester keine weiteren Besonderheiten. Sie hatte im Arbeitsvertrag auch nicht eine bestimmte Station angegeben und sie war auch in der Vergangenheit schon des Öfteren gewechselt. In diesen Fällen muss ich ganz klar sagen, ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Krankenschwester tatsächlich auf dieser Station arbeiten muss. Das bedeutet, der Arbeitgeber macht hier von seinem Weisungsrecht Gebrauch. Er muss das ermessensfehlerfrei machen, aber in dem Fall hatte ich jetzt keine Besonderheiten gefunden. Der Arbeitgeber hat das nicht aus irgendwelchen schikanösen Gründen gemacht. Das hat auch die Krankenschwester selbst nicht behauptet. Ja. Und der Arbeitgeber hatte schlichtweg einfach den Bedarf in der einen Station und in der anderen Station in dem Fall nicht so akut, weil die hat vorher in der Station gearbeitet, wo im Moment nichts zu tun war, weil aufgrund Corona bestimmte Operationen und so weiter nicht mehr stattfinden können. Kennt ihr das große Problem auch? Ja, hatten wir hier auch schon mal besprochen, dass der Schutz eben der einen dann zulasten der anderen geht. Aber gut, darum geht es hier nicht. In diesem Falle sprach eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Krankenschwester dem Folge leisten muss. Jetzt ist eine andere Situation. Die Mitarbeiterin arbeitet in einem Service-Team, die im
Krankenhaus sozusagen bestimmte Leistungen erbringen. Und in diesem Service-Team musste sie bislang auf normalen Stationen arbeiten und sollte nun in die Corona-Station. Allerdings war es hier so, dass der Arbeitgeber wusste, dass sie das nicht möchte, dass sie aufgrund bestimmter Vorerkrankungen ein sehr hohes Risiko hat, dass sie ein schwerer Fall wird. Ja, also die erfüllte mehrere Faktoren. Und in diesem Fall gab es auch keine Besonderheit. Es gab genug sehr junge und völlig, also zumindest unauffällige, von den Konstellationen her unauffällige Arbeitnehmer, die da auch arbeiten könnten. Und es gab eine Vorgeschichte im Zusammenhang mit einer Situation der Maskenpflicht, wo, sage ich jetzt mal so, diejenige sich nicht aus Sicht des Arbeitgebers nicht botmäßig verhalten hat, also wo sie diskutiert hat, wo sie aus Sicht des Arbeitgebers nicht hätte diskutieren dürfen. Das ist aber auch völlig egal, ob sie da recht hatte oder nicht. Jedenfalls hat der Arbeitgeber das ziemlich deutlich gemacht und es gibt da auch Zeugen für, dass die Versetzung eine Sanktion war. Nach dem Motto, wenn du hier frech wirst, dann kannst du künftig in der Corona-Abteilung arbeiten. So deutlich war es nicht formuliert, aber so sinngemäß hat der Arbeitgeber das vor Zeugen so gesagt. Und in diesem Fall ist das eine Weisung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wirksam ist. Das heißt, die Arbeitnehmerin kann sich dagegen wehren. Wie erkläre ich am Ende? Bleibt dran, ja. Aber ich möchte jetzt noch eine weitere Konstellation noch kurz darstellen. Die war noch krasser oder ist noch krasser. Da ist die Arbeitnehmerin in derselben Situation schwerbehindert. Und hier hat der Arbeitgeber ja noch zusätzlich die Verpflichtung, für den Schwerbehinderten einen leidensgerechten Arbeitsplatz zu schaffen. Und wenn der leidensgerechte Arbeitsplatz gerade darin nicht besteht, also das Gegenteil vom leidensgerechten Arbeitsplatz ist ja quasi der Arbeitsplatz, wo du aufgrund deiner gesundheitlichen Situation, weswegen du auch den Schwerbehindertenstatus hast, aufgrund deiner Behinderung, wo du ein erhöhtes Risiko hast. Ja? Und da muss man sagen, es ist ganz, ganz klar, dass der Arbeitgeber diese Weisung zu Unrecht erteilt. Wenn man jetzt eine solche Weisung, eine solche Versetzung, wie auch immer, wenn ich jetzt Versetzung rede, sage ich das im untechnischen Sinne, ja, der Arbeitgeber sagt einfach, du arbeitest ab morgen dort. Da gibt es kein Schreiben, keine Änderungskündigung oder irgendwas, sondern er sagt einfach, ab morgen die und die Station. Davon gehen wir hier aus. Ja. Wenn jetzt also der Arbeitgeber in so einem Fall die Weisung ausspricht und sagt, du gehst jetzt dahin, dann stellt sich die Frage, wie geht man damit um, wenn man dieser Weisung nicht Folge leisten will oder auch aufgrund der gesundheitlichen Situation sagt, ich könnte das, aber ich möchte dieses Risiko nicht eingehen. Man muss als erstes diese Weisung überprüfen. Das kann man selbst vielleicht ein bisschen jetzt anhand der Kriterien, die ich hier gesagt habe. Die Weisung muss ermessensfehlerfrei sein. Das heißt, wenn der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer zur Verfügung hat, die das machen können, ohne erhöhtes Risiko, dann wäre es aus meiner Sicht ermessensfehlerhaft, wenn er jemanden nimmt, der ein besonders hohes Risiko hat. Ja, dann darf die Weisung auch nicht sanktionierend sein, das heißt, es darf nicht eine Bestrafung sein. Da ist immer die Frage, kann ich das beweisen? Das ist manchmal ein bisschen schwer, weil nicht immer Zeugen, wie in meinem schönen Fall, ich habe auch noch einige andere Fälle, wo wir es nicht so gut beweisen können, weil in meinem schönen Fall hat das unter Zeugen gemacht, sehr doof vom Vorgesetzten, vom Chef. Ja? Aber in dem Fall gut für den Arbeitnehmer. Also man guckt halt erstmal diese Weisung an und jetzt, wenn man da selbst sich unsicher ist, dann empfehle ich unbedingt der Weisung zunächst Folge zu leisten. Jetzt werdet ihr sicher sagen, naja Mensch, dann habe ich mich infiziert, dann habe ich auch nichts mehr davon, Brederek. Ja? Wer aufgrund dieser ganzen Anspannung und sonstiger Dinge dann arbeitsunfähig wird, der geht zum Arzt, lässt sich krank schreiben. Auch sonst geht ihr in solchen Fällen, wenn ihr dieses erhöhte Risiko habt, bitte zum Arzt und bittet den um eine Einschätzung. Vielleicht schreibt der Arzt euch aufgrund dieser Situation arbeitsunfähig, das kann ich nicht beurteilen. Ja? Auf jeden Fall ist es riskant, solche Fälle habe ich hier auch, wenn ihr einfach sagt, ich mache das nicht, denn in solchen Fällen droht euch die Abmahnung, / fristlose, Klammer auf, Klammer zu, Kündigung. Also Abmahnung, ordentliche Kündigung oder fristlose Kündigung oder alles, wenn alles zusammen nicht, weil dann macht der Arbeitgeber einen großen Fehler, wenn er gleichzeitig abmahnt und kündigt, dann ist beides im Zweifel unwirksam, ja, aber entweder er kündigt gleich oder er mahnt ab und kündigt dann. Damit müsst ihr rechnen, in solchen Fällen könnt ihr euch von mir kostenlos und unverbindlich telefonisch beraten lassen, ich sage euch, was wir machen können. In den Fällen, wo ihr sagt, ich gehe dieses Risiko nicht ein,
Da macht ihr das unter Vorbehalt, ihr protestiert und macht das oder ihr seid arbeitsunfähig, geht zum Arzt. In diesen Fällen würde ich dann den Arbeitgeber auffordern, würde ihn unter Fristsetzung dazu auffordern, euch vertragsgerecht zu beschäftigen. Das bedeutet in diesem Falle nicht in der erhöhten Gefahrensituation zu beschäftigen, sondern auf eurem im Zweifel bisherigen oder einem vergleichbaren Arbeitsplatz. Wenn der Arbeitgeber diese Erklärung nicht abgibt, würden wir ihn daraufhin verklagen. Im Falle der Schwerbehinderung würden wir einen leidensgerechten Arbeitsplatz sowieso einklagen. Ja? Und im Falle der Nicht-Schwerbehinderung quasi von den Anträgen ähnlich. Und hier geht es dann vor allen Dingen darum, feststellen zu lassen vom Arbeitsgericht, dass aufgrund der unwirksamen Weisung eben nicht die Verpflichtung besteht, dem Folge zu leisten. Und auf diese Weise würden wir euch absichern, dass dann ihr wisst, die Weisung ist rechtswidrig gewesen, ihr müsst der Weisung keine Folge leisten und dementsprechend ist auch dann klar, dass der Arbeitgeber keine Abmahnung bzw. keine wirksame Abmahnung und auch keine wirksame Kündigung aussprechen kann. Das ist der sicherste Weg. Die Rechtsschutzversicherung muss in solchen Fällen zahlen, denn es ist ein Versicherungsfall. Häufig kommt in solchen Fällen raus, dass man sich dann trennt und eine Abfindung bekommt. Mancher will das ja von euch, aber auch die, die an ihrem Job hängen, die den Job jetzt nicht verlieren wollen, können auf diese Weise zum einen erreichen, dass sie eben abgesichert sind, dass sie eben das nicht machen müssen, ohne dann eben befürchten zu müssen, ihren Job zu verlieren. Wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich wiederum, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr mir einen Daumen hoch hinterlasst und schreibt doch gern in die Kommentare eure konkreten Situationen rein. Ich habe ja hier mehrere Anfragen und Kommentare mal zusammengefasst zu einem Video und ich freue mich immer, wenn ich neuen Input bekomme und dann konkret zu euren Problemen vor Ort hier euch etwas aufbereiten kann, juristisch euch etwas helfen kann. Danke, macht's gut. Tschüss.